Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Planet Zoo. Ja, es geht wieder weiter. Letzte Woche haben wir ja hier die Bisons freigelassen. Die Gabelböcke, glaube ich, heißen sie ja, ne? Genau, Gabelböcke. Und haben dann am Ende noch unsere Galapagos-Riesenschildkröten freigelassen. Jetzt müssen wir hoffen, dass wir mit dem, was wir jetzt haben, langsam in den Plusbereich kommen. Bedeutet, wir stellen hier schon mal Infotafeln wieder auf. Ist mir nicht aufgefallen, gerade eben als ich ins Spiel reingegangen bin. Wir haben hier total die Infotafeln übersehen. Was eventuell auch nicht unbedingt das Beste ist. Es gibt jetzt auf jeder Seite hier so einen Übersichtsplatz. So. Ich würde an der Ecke so einen Erhaltungsinfo anbauen. So. Da hauen wir das Amphibiensterben rein. Hier geht es natürlich um unsere Galapagos-Riesenschildkröten. Und dann jeweils nochmal ein Spendeeimer, den wir hier so mitten reinhauen. So. Perfekt. So finde ich das eigentlich ganz gut. Lass mal nochmal die Zeit weiterlaufen. Wir müssen nicht schauen, ob wir genug Einnahmen produzieren. Das Wetter spielt natürlich jetzt gerade nicht für uns mit. Was sagen denn die? Okay, Gabelböck finden die jetzt nicht so okay, oder was? Okay, der wird auch sich mal irgendwann hinlegen. Es schüttet ja wie aus Eibern. Da muss ich lassen, finde ich die Idee mit der Animation. Du siehst ja sogar, wie es aus dem Baum rausregnet. Mega cool. Ah, wir haben kein Mitarbeiterzentrum mehr. Und es ist wieder ein Besucher. Es ist schön größere Besserzus gesehen. Ja, das war genug Spaß für einen Tag. Wie komme ich zu diesen Tieren? Amerikanischer Bison. Also es schüttet, wie es scheint, doch schon ganz ordentlich. Ich würde mal sagen, wir hauen schnell diese Straße, also das Teil hier raus. Weil es geht jetzt hier einfach um die Erreichbarkeit. Wie kann man denn da? Nicht der da, ne? So. Vielleicht können wir dann da noch ein Ding hinbauen. Einrichtungen. Bauen die noch so ein Mitarbeiterhäuschen. Tierpflegerheu, Zoowerkstatt, nee. Ein Mitarbeiterraum. Dann drehen wir den mal. Hey, vorhin ging der da noch hin, jetzt geht er nicht mehr hin. Hä? Hey? Ist ja komplett beschädigt. Was ist denn das jetzt? So. Dann würde ich jetzt hier die Straße noch anfangen zu verbinden. Dann müssen wir wieder weiter werden. Das war vielleicht 6 Meter breiter. Nee, das waren 5 Meter breiter Weg, oder? Ja, scheint so, ne? Oh, warte, bevor das passiert, ne? Einmal abreißen. Weg nehmen. Wie breit war denn der jetzt? 6 Meter? Lassen den wir einfach einmal durchpassen, weil ansonsten haben wir wieder eine Verbindung für den Ass. So. Und dann würde ich einfach hier plus hier vorne eine Glaswand oder
Da fehlt jetzt aber die Infotür. So, jetzt haben wir es wieder. 18. Oh, amerikanische Visum bekommt bald Nachwuchs. Ist doch eine schöne Nachricht. So. Und auf die volle 20 Meter Länge. Und jetzt halt wieder auf Steinwand. 10 Meter. 9 Meter. Das ist zu lang. Eigentlich wurscht, weil wir können ja anpassen. Was jetzt? Für Leben findet immer einen Weg. Das ist aber der Spruch aus Jurassic Park, Jungs. Das geht nicht so. So. Move that shit around. Move that shit around. So. Dann fehlt hier noch ein Eiseneingang. So. Weil die müssen ja auch da irgendwie reinkommen jederzeit, ne? Lass mich nochmal das Eck, dann kann ich das noch... Oh, ne, kann ich nicht. Okay, schade. Oh, die Freunde. Warum schüttet es die ganze Zeit? Was ist eigentlich das Geschenk hier? Sie, oh, ich krieg 1000 als Bonus. Cool. Gehegetierarten züchten. Züchte ein neues Gehegetier. Oh, okay, habe ich auch geschafft. Cool. Bildung. Erhöhe dein Bildungsniveau zum Tierart American Bison auf 10%. Habe ich das noch nicht gut gehoben? Wie schaut es eigentlich mit unserer Forschung aus? So mal ganz, ganz blöde Frage. Was sind. Achso, das ist das Mäh. Wo ist das? Ich will das sehen. Oh mein Gott, ist das knuffig. Gott, ist das knuffig. Guckt euch das an. Das ist immer mega knuffig, oh Gott. Gott, ist das knuffig, ein Mini-Bison. Und der spielt mit dem Futterball. Mhm. Ich glaube, hier brauchten wir einen Techniker. Habe ich vorhin gesehen, als ich rumgeprobiert habe. Oder wurde das schon repariert? Ah, das haben sie schon repariert. Trotzdem müssen wir jetzt mal gucken, wie das mit der Forschung ausschaut. Ah. Riesenschildkröte wurde was erforscht. Ja, super. Da forschen sie auch fein. Wie schaut das mit der Technik aus? Oh, da sind wir bald. Oh, bald geht's. Ist es soweit? Ich glaube, Mitarbeiter, was werden denn am schlausten? Design neue Welt. Design Afrika Barrieren. Hm, was wäre denn schlau zu erforschen? Also ganz ehrlich, ich finde das Wetter kacke. Der Preis für das Ticket ist fair. Schätze, die Ausblick auf das Tier ist okay. Amerikanisches Bison. In diesem Zug gibt es nicht viel zu... Ja, wir fangen doch auch erst an. Wir sind ja neu. Was ich jetzt gerade gerne wissen will, es gibt diese Lautsprecher, ne? Also diese Surround-Anlagen. Oder auch hier, warte, wo waren das? Ach, das ist ein Musiklautsprecher, okay. Infolautsprecher. Dann bringen wir den hier vorne an der Ecke an. Was geht jetzt auf gleichzeitig 2000 amerikanisches Bild. Okay, also der verbreitet jetzt hier in der Ecke Wissen. Das ist doch schon mal cool. Die sollen alle Wissen erhalten. Die sollen schlau werden hier.
Umgebungslautsprecher. Warnschild nicht stören. Nicht füttern, ja, das geht eh nicht. Infolautsprecher. Ah, okay, also es gibt schon die Höhe, an der man das anbringen sollte. Und da kommt natürlich was für die Galapagos-Schildkröten. Ach cool, ich kann die Größe anpassen. Dann müssen wir uns überlegen, wo wir den am besten hin... Ah, warte mal, den packen wir dann. Dann packen wir den am besten... hier hin? Bedeutet, die erfahren eigentlich die ganze Zeit Wissen, oder? So viel Platz zum Herumlaufen hier, es ist richtig toll. So viel Platz ist doch... Ihr lauft alle im Quadrat. Oh, wir haben noch einen Namen, wo ich... Oh, was sind das, zwei? Nee, ist eins. Gibt's jetzt dann nicht Probleme, so mal ganz blöd gefragt? Wo waren das jetzt? Wo waren das? Der Rückzugort passt den nicht, was? Also mal ganz blöd, es ist ein Men... Alles ist Alpha. Ach, ich habe den Alpha angeklickt. Aber scheint den ja voll zu passen irgendwie, oder? Ach, Schnucki Putschi, ist das süß! Also ich liebe diese kleinen Tiere, aber das ist ja noch richtig schnuckliger. Ich will sowas daheim haben. Ich baue mir jetzt mein eigenes so nicht. Gottes Willen. Den Riesenschildkröten. Ah, dafür, für die Riesenschildkröten könnten wir eigentlich was Neues haben. Wir haben voll viel diese Folge geschafft. wo sind die Galapagos Riesenschildkröten? So, mal müssen wir unter Lebensqualität schauen, weil da regen sie sich hier auf. Wir haben vor euch einen Hundeball. Davon stellen wir mal zwei auf. Und dann noch eine Sprinkleranlage. Die das Gebiet jetzt hier so ein bisschen stützt. Und zack. Perfekt. Was? Alter, das ist ja die Geburtsfolge des Herrn. Erwartet Nachwuchs. Ach du Scheiße, ist das schön. Ah, wir haben zwei Besucher sogar. So, oh, Technikforschung abgeschlossen, yes. Strom. Weiter. Ich hätte dich jetzt aber gerne in Gehege. Also geh mal bitte da raus und geh ins Gehegeforschung. Veterinärforschung, Galapagos-Schild, oh, auch schon zwei weitere. Ja, das ist ja gerade ganz okay. Die Frage ist, was wir mit dem Eckgehege hier machen. Ich habe auch überlegt, ob man vielleicht hier so eine Treppe anfängt und sozusagen hier Zwischendurchgang macht für die Tiere und das Gehege ausweitet. Was vielleicht gar nicht doof wäre, weil dann hätte man hier oben so eine kleine Übersicht. Und dann vielleicht hier so einen Weg drüber... Was mich halt nervt, ich habe diese einseitige Verglasung nicht. Bedeutet, ich könnte jetzt nicht zum Beispiel einen Unterstand bauen, der jetzt hier abschließt und dann hier die einseitige Verglasung zum Beispiel ist, ne? Aber Leute, ich würde sagen, darum kümmern wir uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen, wie unsere kleinen Tiere hier zurecht zur Welt gekommen sind. Unser kleines Bison hier. Oh Gott, das ist ja richtig. Also, ich liebe dieses Spiel einfach. Ohne Scheiß, also ich habe... Es gibt viele Spiele, die ich mag, aber Planet Zoo gehört zu einem meiner Top-Spiele aktuell. Allein schon von dem, wie es ist. Es ist halt ein Zoo Tycoon in neu. Wo ist es? Wo ist es? Da ist es. Schaut euch das kleine Ding an. Wer kann es nicht mögen? Aber Leute, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt.
und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao! Everything changes.